Okay. Let's Play Zelda Ocarina of Time. War schon länger angekündigt. Ich war einfach zu behindert zum Aufnehmen und ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen zu faul. Ja. Ich bin Greenay. Der andere ist Executo oder keine Ahnung, wie ich ihn aussprechen soll. Er spricht sich selber irgendwie immer anders aus. Ja, fangen wir schon mal an. Ich spiele mit Tastatur, das heißt, es könnte halt so ein bisschen fail sein und so. Ach, ihr seht's ja selber. Passt Greenay überhaupt? Das wüsste ich jetzt gerne schon so. Da, Greenay. Okay, ich mach nicht 100%. Ich spiel einfach. Ich spiel's einfach durch. Wenn euch das recht ist. Ne? Also, erstes Projekt und so und. Jo, passt schon. Es war einst in einem fernen Land. Seit Anbeginn der Zeit wacht der mächtige Dekobaum über die Kinder des Waldes. Des Waldes. Passt schon, denke ich mal. Jeden der Kokiri schenkt der Wächter eine Fee. Ja, nee, ist klar. Wir kennen alle die Story, aber egal. Als seine Abgesandten schützen sie jene reines Herzens. Nee, als seine Abgesandten schützen sie jenes reines Herzens. Ich hätte was trinken sollen, bevor ich aufnehme. Das Schicksal hat jedoch ein Auserkoren, dessen Bestimmung ist es ist, die Gesetze. Ich kann nicht mehr lesen. Den Gesetzen der vergangenen Zeiten zu entfliehen. Entfliehen. Ja, Link schläft mit offenen Augen. Wir haben dich auch lieb und er macht mir Angst. Ist mir aber egal. Ich werde nicht spoilern, was passiert für die Leute, die die Story noch nicht kennen. Hi Zelda. Hi Ganon. Spoiler, sorry. Ist immer nur ein minimaler Spoiler, weil die beiden jeder kennt. Ich hab, glaube ich, schon die Steuerung vergessen von den ganzen Tasten. Nein! Navi! Navi, wo bist du? Erscheine! Navi sieht irgendwie aus wie ein blauer, weißer Tennisball. Navi, heute Fee, höre die Worte des Dekobaumes. Boah, spürst du es? Diabolische Kräfte bedrohen unser Land. Die Kreaturen der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Hyrule zu besiegen. Für lange Zeit war ich es, der die Schatten des Unheils daran hinderte, das Land zu erobern. Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass meine Kräfte nicht ausreichen, die dunklen Mächte zu bannen. Die Zeit scheint reif, da der Junge ohne Fee seine Bestimmung erfahren soll. Die Jugend und Reinheit des Jungen sollen Hyrule wieder auf den Pfad des Lichtes führen. Navi, geh nun, finde unseren Freund und geleite ihn zu mir. Meine Zeit ist fast vorüber. Mir bleiben nur noch wenige Stunden. Ich wollte gerade erst Sekunden sagen. Navi, flieg. Nee, flieg, Navi, flieg. Das Schicksal des Dorfes, gar der ganzen Welt, liegt in den Händen dieses Jungen. Ja, in dem kleinen Zombie, der mit offenen Augen schläft. Wuhu! Da freut man sich doch. Racing Simulator 2014. Oder welchem Jahr ist das Spiel rausgekommen? 1998, ne? Racing Simulator 2. Jetzt sag ich schon wieder 2000, 1988. Ach, 1998. Ich bin zu behindert, Zahn auszusprechen. Flame mich in den Kommentaren zu. Bitte. Ich muss daraus lernen. Ohne zu klopfen fliegt die da rein, ey. Das ist unverschämtes Balk, ey. Navi halt, ne? So Standard und so. Ich versteh's nicht. Wie kann Link bitte mit offenen Augen schlafen? Das ist doch. Ich weiß nicht, welchen Tasten ich spielen muss. Das ist scheiße. Los, komm schon! Jetzt habe ich nicht vorgelesen, mir aber egal. Leute, die Zukunft Hyrules wirklich in den Händen dieser Schlafmütze liegen.
Ja, gerne ruhig. Ist okay. Ich liebe die Musik einfach. Na, endlich bist du aufgewacht. Ich bin Navi. Boah, nee, ist klar. Der dicke Bombard mich, dich ab jetzt zu begleiten. Schön, dich kennenzulernen. Ich sag's euch, die wird mich noch so auf die Palme bringen, Navi, ey. Der dicke Baum hat dich zu sich befohlen, steht also endlich. Ich stehe also endlich auf. Ich überlege, ob ich den russischen Akzent sprechen soll. Okay, ich kann spielen. Ich kann spielen. Das war X. Jetzt weiß ich nicht. Ich brauche ein Schwert. Kokiriwald. Ziemlich grün. Bisschen zu grün. Ich mag grün nicht. Grün ist scheiße. Ach ja, es gibt ein paar Glitches in der Rom. Rom böse und so, ich weiß. Böse, böse Roms. Trotzdem kann ich nichts für. Ist einfach da. So. Hallo, Salia. Hey, eine Fee! Endlich hast du auch eine Fee. Mann, ich vergesse immer das Komma. Wow, das ist cool. Ich freue mich für dich. Nun bist du ein wahrer Kokiri, Greenay. Ist es wirklich wahr? Der Dekobaum möchte, dass du zu ihm kommst? Es ist eine große Ehre, vor den Dekobaum treten zu dürfen. Ich werde hier auf dich warten. Gehe nun, denn der Dekobaum hat dich zu sich gerufen. Oder hat dich gerufen. Ist mir egal. Ich bin zu blind, damit das Tattoo zu spielen. Woo! Freut man sich. Okay. Okay. Was musste ich jetzt machen? Genau, ja. Genau, ich muss. Das Spiel ist Half-Blind. Ich kenne nicht mehr alles. Also, na, wisst Bescheid. Und ich bin zu Tastatur. 3D-Spiele mit Tastatur. Igitt. Igitt. Hallo, ich habe den Fünfer bekommen. Oh, Navi, jetzt fängt's schon an. Ich raste jetzt schon aus, Leute. Ich raste jetzt schon aus. Hui, hui. Lol. Okay, merke. Ey, du feenloser Versager, was hast du mit dem Dekobaum zu bereden? Ohne Fee bist du nicht mal ein richtiger Mann. Nicht mal ein richtiger Mann, Digga. Was? Du hast eine Fee? Was? Du hast eine Fee? Und der Dekobaum hat dich zu sich gerufen? Was laberst du? Ich sag's euch, der ist so behindert. Was muss ich da hören? Wie so hat er dich und nicht den großen Mädel zu sich gerufen? Ich mach vollkommen random Akzent. Ich weiß nicht wieso. Einfach so. Ich glaube es einfach nicht. Du bist einfach nicht richtig ausgerüstet. Wie willst du dem Dickbaum denn ohne Schwert und Schild gegenübertreten? Was? Das stimmt. Ich bin auch nicht ausgerüstet, aber das ist etwas anderes. Also, wenn ich nur so reden würde, würde ich austicken. Ja, ich bin ein ziemlich kleines Schweizkind. Ich ticke bei Navi aus und ich ticke bei Akzenten aus. Oder beziehungsweise Dialekten. Wenn du passieren willst, solltest du wenigstens mit einem Schwert und einem Schild ausgerüstet sein, Digga. Verschwinde. So, jetzt muss ich was gucken. Waren die Tasten, waren das hier? Ja, genau. Ja, ist okay. Ich wollte nur die scheiße Leitung da weg haben. Also, ich weiß noch, glaube ich, die ersten drei Tempel so aus dem Kopf frei, aber der Rest? Nee, weg. Pfui, alles weg. Ja, aber viel werde ich jetzt auch nicht mehr in den Part schaffen, da der erste Part gleich vorbei sein wird. Und ja. Ich hole jetzt noch eben die eine Sache. Dann passt das, dann ist auch Ende für heute. Oder ich guck dann einfach mal. Oh, ich habe Geld bekommen. Hui! Aua. Was steht denn da? Ja, das war schlau. Nochmal. Enge Passage, versucht euch schmalen Spalt. Zweideutig denken. Stell dich vor die Öffnung und drücke Pfeiltasten in die Richtung Eingang, zeigt das blaue Aktionssymbol kriechen an und drücke Grammatikvergewaltigung. Achte immer auf die Anzeige des Aktionssymbols. Okay. Ich sehe zwar keins, aber okay. Ach so, das blaue wahrscheinlich oben. Krieg, 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 krieg. Für das Mutterland. Aua.
gib mir Geld! Okay. Welche Taste war Z? Das war Z. Merke. Das war Z, ne? Ja, okay. Okay, ich habe drei Tasten. Drei Tasten, ja? Das überfordert mich jetzt schon. Und ich hatte den Mauszeiger im Bild. Das wird mich so nerven, aber egal. Und wir haben das Kokiri-Schwert erhalten. Wähle es mit A im Ausrüstungsmenü aus. Dies ist eine wertvolle Waffe der Kokiri. Trainiere gut, bevor du deine Mission beginnst. Ja, ne? Kann man eigentlich so eigentlich gut mit das Tastatur spielen? Würde mich wundern. Sehr, sehr wundern. Naja, Shitwood-Ruf.